Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich bin heute im Fort Fun unterwegs und morgen auch nochmal. Was heißt auch nochmal? Der Park hat zu heute. Morgen macht er nämlich auf. Mit dabei ist Marco von Freizeitparkcheck. Ich bin auch von Freizeitparkcheck hier. Also gerne mal die Freizeitpark-App abdownloaden und auf dem YouTube-Kanal vorbeischauen und gerne einfach mal ein bisschen erkunden, was sie alles so können, weil sie können ziemlich viel. So. Wir machen nämlich jetzt noch ein paar Drohnenaufnahmen und ein paar Aufnahmen vom Park generell, dass wir alles schön den Park zum Beispiel schicken, aber auch in unsere Videos einbauen. Denn es wird ein richtig gutes Video auf der Seite von Freizeitparkcheck geben. Ich bin beteiligt, sonst wäre ich auch gar nicht hier. Und ich wünsche euch sehr viel Spaß bei meinem Video. Wir sind jetzt mit den Aufnahmen durch. Wir sind schön Drohne geflogen und wollen gleich nochmal beim Sonnenuntergang hier einmal hochfliegen und ein paar schöne Aufnahmen machen. Das wird definitiv sehr krass. Seid gespannt auf den Aftermovie, der kommt ganz am Ende dieses Videos, also bleibt dran, nicht verpassen. Und wir essen jetzt erstmal was, denn es ist 16 Uhr, keine Ahnung, und wir haben immer noch nichts gegessen. Ja, Hunger kommt dann doch irgendwann mal. Also wir essen, machen weiter Aufnahmen, arbeiten weiter, ein bisschen alles vorbereiten für morgen, wird stressig alles morgen. Und ja, ich habe noch nicht so viel aufgenommen. Ich versuche jetzt ein bisschen mehr zu vloggen, also jetzt die Zeit über zu vloggen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn irgendwas Spannendes passiert. Die Sonne ist fast untergegangen. Und ich habe mal eine Idee, um euch ein kleines Video zu zeigen, aufzunehmen. Ich hoffe, das Ganze funktioniert. Da bin ich auch schon wieder. Und wer von euch hat schon erraten, nur daran, wo ich mich gerade befinde? All die es nicht wissen. Ich glaube, jetzt wisst ihr es. Ich bin auf dem Stüppel vom Fort Fun bei dem schönen, wunderschönen Sonnenuntergang und fliege gleich noch mal ein bisschen Drohne. Dann kriege ich bestimmt ein paar sehr, 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 sehr gute Aufnahmen von dem Stüppel, von der Sonne und von mir vielleicht auch mal sehen. Ansonsten war unten gerade nicht mehr viel los, also wir müssen gleich nachts nochmal fliegen kurz, damit wir alles aufnehmen können, aber hallo Schnakending. Wir haben halt noch Aufnahmen unten gemacht und ein bisschen alles für morgen vorbereitet, aufgeladen etc. pp. Oh, ich liebe diesen Anblick von dieser Sonne einfach unfassbar. Es ist so, so wunderschön. Ja, ich habe heute nicht ganz so viel gelockt. Ich logge dafür morgen, wenn der Park wieder offiziell auf hat, ein bisschen mehr. Könnt ihr mit leben, glaube ich. Wir machen hier noch ein paar Aufnahmen. Die ist gleich noch ein bisschen was davon, vielleicht nicht, ich weiß nicht. Ich würde sagen, bis gleich morgen, keine Ahnung. Ach, man sieht mich doch noch ein wenig. Die Sonne ist jetzt eigentlich komplett weg. Ich weiß nicht, warum man da noch ein bisschen was sehen kann. Wir haben genug Aufnahmen auf jeden Fall gesammelt. Und über den Tag haben wir auch sehr schöne Fotos. Ich zeige euch mal eins. Ja, ich glaube, ihr kennt das ganz okay. Ja, das waren wirklich sehr gute Aufnahmen, die geworden sind. Ja, Hui, huhuhu, der mit dem Wolf tanzt. Hui, huhuhu, Kumbaya, Melon. Freizeitparkcheck hat offiziell den Schaden. Wir fahren auf jeden Fall jetzt wieder runter. Der nächste Tag ist angebrochen. Oder wir sind halt im Park am nächsten Tag schon. Und wir gucken uns die erste Neuheit für heute an. Und zwar die Wildwasserbahn. Wasserbahn, Lokflum. Auf jeden Fall gibt es ein paar Neuerungen und die seht ihr gleich in einem kleinen Ausschnitt vom Onomat. Das ganze Onomat gibt es gleich
auf meinem Kanal. Also ihr könnt gleich noch vorbeischauen. Das ist vor dem Vlog hochgeladen worden. Und ja, wir fahren nochmal. Der Tag ist heute wirklich sehr, sehr voll für Portland-Verhältnisse. Also die Q-Line bei der Wildwasserbahn, die hat einen neuen Namen, ich kann ja nicht aussprechen, ist komplett voll und es wird noch weiter an der Schlange wurde gemacht. Also es ist wirklich sehr voll. Und wir stehen immer noch an bei der Wildwasserbahn. Die Bahn ist eine komplett andere. Die haben die komplette Bahn thematisiert. Sogar den Tunnel. Also das habe ich auch selten so erlebt, dass ein eigentlich guter Lokflumen, der wirklich auch so mit dem Wald sehr gut zusammenpasst, so gut thematisiert wird. Vor allem, ich habe gerade das Thema gesehen, es werden Bäume gefällt. Und ganz Sauerland wird ja auch momentan von Bäumen befreit, sage ich mal. Wegen den Borkenkäfern. Also es passt eigentlich voll gut zusammen, weil da am halben Park herum sind fast keine Bäume mehr und die ganzen Bäume sind in der Wasserbahn drin. Das ist eigentlich richtig eine gute Idee gewesen. Ob das beabsichtigt war, glaube ich eher weniger, aber es ist definitiv cool. Und wir gehen jetzt zu Speed Snack. Wir sitzen gerade, oder ich sitze gerade besser gesagt, im Trapper-Slider. Es hat geschüttet bis zum geht nicht mehr. Der Lift ist dermaßen langsam. Ich glaube, ihr seht es, wie nass ich bin. Also wenn ich nicht krank werde, dann weiß ich es auch nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ja, der Lift hat wohl echt Probleme heute. Ich hoffe auf einen Breakdown auf dem Lift. Ich hoffe auf eine Evakuierung auf dem Lift. Geht's wieder schneller? Nein, das macht mir keine Angst. Das Online wird legendär, glaube ich. Da vorne sind noch ein paar Idioten und zwar, ich habe Namen vergessen. Auf jeden Fall meine Freizeitarbeit zum Beispiel. Ja, wir fahren erstmal langsam hoch. Ich nehme einfach mal komplett mit bis zum Ende, weil wir wissen ja nicht, was noch passiert. Es ist so kalt. Ich glaube echt, dass ich gleich abbrechen muss und nach Hause fahren müssen. Weil ich habe kein Jacke oder kein Dings mit, ich habe nur ein T-Shirt mit. Und es ist so durchsetzt, ich kann es ausbringen. Ich bin ja eh heute kostenlos im Park, von daher, mein Vater hat keine Jahreskarte. Von daher ist das nicht schlimm. Die Aufnahmen, die wichtigen, haben wir gestern schon gemacht. Das Onride von der Neuheit habe ich auch schon gemacht. Und dann passt das ja auch eigentlich alles. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich mit einer Hand nicht bremsen kann gleich. Ja, ich weiß es nicht. Wenn nicht, dann ist halt das Unglück und ihr seht jetzt halt mich noch, bevor ich sterbe. Noch lebe ich. Nie Spaß, wird nichts passieren. Wird schon gut gehen. Und wenn sonst irgendwie alles zu schnell ist, dann nehme ich die Kamera halt aus und lege es halt neben mir und bremse dann mit beiden Händen. Ist dann auch einfach sicherer. Kann ich ja festhalten. Aber eigentlich müsste ich genug Kraft in einer Hand haben zum Bremsen. Bei einem so nassen Zustand bin ich die Anlage auch noch nie gefahren. Ich muss auch aufpassen wegen den hinter mir. Okay, ist ja keiner gerade. Oder? Ich hab's nicht gesehen. Auf jeden Fall habe ich da ein bisschen Angst. Ich gebe ja eigentlich Vollgas, aber ich weiß auch nicht wegen vor mir, ob die bremsen. Ich habe immer Schiss, wenn vor mir Leute bremsen und ich warten muss, dass sie hinter mir auf mich auffahren. Ich weiß nicht, wieso ich da Angst habe. Aber der Himmel wird hier oben schon wieder blau. Naja, leicht zumindest. Und es fängt schon wieder an zu regnen. Oh, nicht mal lange. Ich sehe auf jeden Fall blauen Himmel.
Vielleicht wird es ja gleich mal trocken werden und warm und dann können wir uns wieder alle trocknen an der schönen warmen Sonne. Drückt uns mal die Daumen. Mich würde mal interessieren, wo die anderen Teammitglieder gerade stecken. Ich glaube am Essen. Ich sehe es nicht. Bin zu blind. Auf jeden Fall donnert es hier oben. So, wir müssen einfach nicht sterben. Okay, das geht schon schnell. Das geht schon sehr schnell. Nein, das verschaffen mich hoch. Okay, das war krass. Komm, beweg dich, Scheißding. Das sind die zwei anderen Idioten. Und das war auch die Fahrt. Der neue Naturspielplatz ist auch fertig geworden. Der sieht ganz... Das Ganze sieht so aus. Also, ich sag mal so, ich bin kein Kind mehr, ich kann es nicht beurteilen. Ich würde mal gerne wissen, was ein Kind davon hält. Aber es passt zum Park auf jeden Fall, das kann man nicht leugnen. Dark River und Thunderbirds gefahren und es regnet jetzt schon wieder und es ist echt kalt und deswegen stehen wir jetzt unter und essen jetzt erstmal was.
fahren nach Hause. Es macht einfach keinen Sinn mehr. Es ist so am Schlitten die ganze Zeit. Wir sind kleine Schnaps, wir wollen auch nicht krank werden, weil wir auch morgen im Moviepark sind. Hoffen wir morgen im Moviepark regnet es nicht oder wir nehmen halt Regenklamotten und Ersatzklamotten mit, weil das war echt nicht geplant heute. Das wussten wir auch nicht. Haben auch eigentlich erst 15 Uhr, aber es macht wirklich einfach keinen Sinn. Es regnet, es ist kalt, es ist nass. Naja, es ist ein sehr kurzes Video, was ich jetzt gedreht habe. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ich hoffe vor allem, euch haben die Cinematic-Videos sehr gut gefallen. Wenn ja, schreibt mir gerne einen Kommentar. Und lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich wirklich sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.